Einen wunderschönen guten Tag, Herr Couchos. Das geht weiter bei Alex und ja, wie ich es angekündigt hatte, habe ich Heiltränke gekauft und bin jetzt schon mal hier in die Richtung gelaufen. Noch nicht ganz zu ihm hin, aber fast. Jo. Dann geben wir mal die Heiltränke ab. Guck mal, er dürfte wahrscheinlich eigentlich auch nicht begeistert sein, wenn ich irgendwie mit Technik rumfummel, weil er ist ja eigentlich auch ein Berserker. Ich habe hier ein paar Heiltränke. Respekt. Manch einer hätte meine Situation ausgenutzt. Und du teilst, was du hast. Hier, ich schulde dir eh etwas. Oh, ist aber nett. Warte, hat er sonst noch was zu sagen? Diese Outlaws haben vielleicht Nerven. Okay, nee, hat er nicht. Dann nehmen wir jetzt Falk wieder mit. Mitkommen. Mitkommen. Natürlich. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Hauptmission, Rache, ist das das hier? Oh, holy shit, ich kann aber nicht wirklich, ich kann Ray wirklich als Companion bekommen. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Aber, ja gut, gucken wir mal. Eigentlich hätte ich tatsächlich sowieso ganz gerne meinen Roboter, muss ich echt sagen. Das finde ich irgendwie cool. Auch wenn der, als wir ihm das letzte Mal begegnet sind, ziemlicher Schrott war. Rechts ist irgendwie ein Gegner. Oh, das ist nur ein Arschwasser. Ich dachte, das wäre so ein größerer Vogel. Oh, guck mal, hier liegen Skelette. Ein Rucksack. Ein Brot, rohes Fleisch und gutes Messer. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Der Rucksack sieht voll cool aus. Aber wir haben sowieso schon ein paar Taschen gesehen. Und, fuck, jetzt hat das Viech das andere besiegt, ey. Ich habe die XP nicht bekommen. War ich zu langsam. Na gut. Habe übrigens weiterhin nichts verkauft. Ich muss mich unbedingt mal zum einen mit dem Crafting beschäftigen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es irgendwie, also gerade bei diesen Tierkristallen etc., Sekunde eben, geht gleich weiter. Ich greife an. Aua. Dann trinken wir einen Trank. Ich frage, das sieht ja fast aus wie so ein Weltenherz, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass das eins ist. Da kam vor allem Gegner raus. Da kommen noch mehr Gegner raus. Holy shit. Okay. Moment. Kann ich so weit nicht schießen? Da drüben! Alter. Oh. Raus so. Da und er noch. Sehr schön. Okay. Also welche hatte ich noch nicht geplündert? Hier müsste noch einer liegen, den ich nicht geplündert habe, oder? Den habe ich schon. Alles klar. So, mal gucken, ob da noch mehr Gegner drin stecken. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke.
Die Mine. Ich habe sie gesehen. Ich wollte noch drum rumlaufen. Scheiße. Guck mal, sind hier noch mehr? Elixit, aber das sind einzelne. Das ist nicht wirklich der Rede. Aber das Ding sieht irgendwie witzig aus. Es sieht aus wie so eine Vogelscheuche. Ein Goldporn. Ob der was wert ist? Ist hier sonst nichts? Hier kamen einfach 5 Gegner raus. Es sind ein paar Minen hier. Und das war's? Hm. Ist hier unten vielleicht noch irgendwas an dem Tunneleingang? Nee. Auch nichts. Interessant. Es sieht, es wirkt so, als müsste da was sein, aber es ist halt einfach nichts da. Da ist wieder eine Mine, da ist auch eine Mine. Holy shit, alles klar. Zum Glück lösen die Dinge auch aus. Holy shit. Kurz einen Trank nehmen. Wenn der Falk natürlich downhaut, habe ich ein Problem. Ha, perfekt. Schön auszuerinnern. Nice, das ist sogar mal ausgewichen, ey. Was ich ein bisschen stört finde, ist, dass die Dinger einfach null gestunt sind, wenn sie mal umfallen. No, da weicht er mir einfach aus. Lol. Wie Falk da wegfliegt, ey. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Aua. Brauch eben Ausdauer. Puh. Alles klar. Die Dinger sind ein bisschen heftiger einfach. Na gut, die sind auch Level 2 im Kopf für mich. Aber prinzipiell schaffe ich sie. Ist ja auch kein ganz schlechtes Zeichen. Na, aber gucken wir trotzdem, dass wir Ray einfach mal helfen. Ich bin davon irgendwie nicht richtig überzeugt, dass ich ihm helfe, aber... Naja. Mir bleibt zumindest vorerst erstmal nichts anderes übrig. Und wenn er mich dann übers Ohr haut, ja... Ja, schon einen möglichen Gefährten gekillt. Von daher, da habe ich auch dann keine Skrupel, nur weil sie Gefährte theoretisch werden könnten. Wenn das Arschlöcher sind, sind es Arschlöcher und dann werden sie sterben. Falk hier ist eigentlich ganz in Ordnung. Zumindest macht er bis jetzt den Eindruck. Schauen wir mal. So, Ray. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Hm. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Okay. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt.
Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Das wird sehr komisch. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen hier anlegen möchte. Oh, Moment. Das Ding muss ich eben mitnehmen. Mach schon. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Ich nehme an, das gilt auch für mich? Ersche die Nachfragen, zahlen drauf. Dann sollten wir besser den Rückzug antreten. Halt, halt, halt. Bezahl mich. Dann drücke ich für heute ein Auge zu. Ha. Huh. Oh. Ich will ihn gar nicht bezahlen, aber komm, wir gehen da jetzt rein. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Okay. Ich will hier nicht aufgenommen werden oder sonst was, aber... Missbrauch mit verschiedenen Substanzen. Besser... Wyatt, der Mistkerl, ist da drüben. Gut, ich geh mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. So, bist du das hier? Ja. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Okay, immerhin haben wir schon mal ein Level Up, das ist schon mal nice. Damit fehlen jetzt nur noch drei. Frank, machen wir doch einfach mal das. Was wäre, wenn ich Ray gleich hier erledige? Kriege ich dann die Belohnung? Hey Mann, lass den Quatsch, okay? Wie die Sache zu laufen hat, steht alles auf dem Steckbrief. Außerdem, auf Mord im Fort stehen wir hier nicht. Offiziell. So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Habe ich jetzt echt... Fulminant. Habe ich echt wieder verloren? Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein blauen Dunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals.
Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Du bist ein ganz schönes Arschloch. Irgendwie mag ich dich nicht. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ja. Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du zu den Berserkern gehörst. Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm. So, das mit dem Bruder fand ich tatsächlich ganz interessant. Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Ihr unterscheidet euch nicht wirklich. So, was kann er mir noch irgendwas sagen über die Steckbriefe? Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Okay, Haben wir Mason gesehen? Okay, wenn ich ihn gesehen habe, dann sage ich das halt mal. Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Okay, ja. Okay, zeig mir Leos Aufenthaltsort. Gute Entscheidung. Es ist an der Küste, aber keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir sind im Handumdrehen da. Wenn wir jetzt geportet... Tatsache, wir werden geportet. Ist das gerade Leo der Mutant? Kann das sein? Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Okay. Haben wir jetzt echt Falk zurückgelassen für ihn? Wir speichern mal kurz. Sind mir noch nicht feindlich bis jetzt. Doch, sind sie. Willst du mir eigentlich helfen? Oh, fuck it, ich hab noch... Moment, muss mal eben. Aua!
Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Holy shit, ey. Das war ganz schön knapp. Okay, erstmal brauche ich hier mal, ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, fuck, ich muss mir unbedingt selbst Heiltränke kaufen. Heilkräuter. Große Heilpflanze. Guck mal, ob ich mich vollheilen. Ich befürchte nicht, aber... So, was haben wir denn hier zu looten? Metallschrott. Ist halt echt fast gar nicht. So, hier unten habe ich einen getötet. Das war der Standardbandit. Nein, nicht setzen. Nein. Das war der etwas stärkere Bandit. Aber wo ist Leo gestorben? Ist der auch hier runtergefallen? Wo ist Leo gestorben? Ich glaube, er ist runtergefallen tatsächlich. Na gut, bevor ich da jetzt aber runtergehe. Nein. Bevor ich da jetzt runtergehe, werde ich hier oben alles fertig looten. Nein, nicht schon wieder der Stuhl. Nicht schon wieder der Stuhl, ey. Okay. Foto 16. Bin mir nicht sicher, was Foto 16 sein soll. Oder mir bringt, aber. Ich habe Foto 16 gefunden. So, hier hinten standen die doch vorhin. Da wird hier ja wohl noch irgendwie was liegen. Ich bin nicht gut genug. Komm, wir schlafen mal eben eine Runde, dass ich mich voll heile. Er steht auch noch geduldig da. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja, ich weiß. Runtergefallen? Ja, da unten liegt er. Ich hatte kurz Angst, dass er einfach stirbt. So. Bis Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Hm. Stimmt. Was? Der Bruder, er hat zwar gesagt, der Bruder bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber ich meine, vielleicht kann er ja doch irgendwas tun. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Mhm. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Hm. Was haben wir denn noch? Naja, das unten ist das. Da hinten ist ein Gegner. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Okay. Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Ach ja, und danke erstmal. Okay. Gut, dass der Gegner hier drüben gewartet hat. Dies kauf ich mir! Er macht ganz gut Schaden, sehe ich das richtig? Oder auch nicht. Das Ding hing gerade im Baum drin. Könntest du mal zuschlagen, Ray? Das hängt wieder am Stein drin. Ich habe auch keinen Lebensbalken mehr. Okay. Es
konnte nicht mehr so viel haben. Ich habe das so oft getroffen, dass da nicht viel passieren konnte mehr. So. Ihn haben wir gelootet. Wir gucken uns mal ganz kurz hier das Ding hier an, ob hier noch irgendwo was liegt. So eine Ratte. Wasser. War ein kleiner Heiltrank, habe ich das gerade richtig? So, und liegt da noch ein Tape? Ne, kann ich aber nicht aufheben. Okay. Aber dann würde ich sagen, war das doch eigentlich schon relativ erfolgreich. Ich überlege gerade, ob ich ihn jetzt einfach mal kurz zum Treffpunkt schicke. Und ja, wir schicken ihn jetzt einfach mal eben kurz zum Treffpunkt. Ich brauche. Geht klar. Dann porten wir uns eben einmal nach Goliath. Weil ich werde jetzt noch einmal kurz gucken, ob ich meine Waffe irgendwo verstärken kann. Ich weiß noch nicht, wo das geht. Hier dran vielleicht? Eine Werkbank. So, hier kannst du besondere Steine einsetzen und mit der entsprechenden Fähigkeit und dem richtigen Rezept Waffen modifizieren. Tränke brauchen. Braun oder Schmuck herstellen. Was ist das denn? Okay. Aber eigentlich will ich das Ding hier machen. So, habe ich irgendwas? Waffe steigern. Ich brauche pures Mana, ich brauche Goldbrocken. Ich habe keinerlei Socke. Wenn ich Elixit hätte, könnte ich die Waffe immerhin steigern. Das wäre dann Breitschwert 2 vermutlich, oder? Das hätte 17 Schaden mehr, wenn ich das richtig sehe. Okay, das heißt, ich brauche einfach nur eben 1000 Elixit. Das sollte sich doch eigentlich machen lassen. Zeig mir, was du herstellen kannst. Okay, dann verkaufen wir einfach mal ein bisschen Schrott. Das können wir... Das hier würde ich erstmal behalten noch. Doch den unteren könnte ich benutzen, ist die Sache. Den Jagdbogen. Wobei für den Jagdbogen fehlt mir auch nicht mehr viel. Dann kann ich das dich auch noch verkaufen. Dann verkaufen wir alte Rüstung. Die Amulette behalte ich, glaube ich, einfach erstmal. Wobei ich habe eh genug. Okay. Handel akzeptieren. Dann gehen wir jetzt nochmal an die Werkbank. Dann bitte mein Breitschwert. Und das macht dann 17 Schaden mehr, wenn ich das richtig sehe. Das nächste Upgrade ist natürlich dann ziemlich teuer, aber das macht ja nichts. Das macht nichts. Gucken wir nochmal kurz, ob das tatsächlich jetzt die 17 Schaden mehr macht. Ja, also jetzt Breitschwert 2 macht 56 Schaden. Aber ich kann es nicht. Fuck, ich kann es nicht mehr tragen, weil ich nicht aufgepasst habe. Nein, bin ich dumm. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Oh Gottes Willen. Nein. Ich wusste, ich hätte aufpassen sollen. Alles klar, ich habe keine Waffe mehr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Holy shit, ey. Jetzt habe ich echt keine. Jetzt muss ich mir eine neue Waffe holen. Ich habe keinerlei Geld. Mir fehlt noch ordentlich was für. Die Zahnaxt macht mittlerweile sogar weniger Schaden, wenn ich das richtig sehe. Genau, die macht sogar weniger Schaden. Das heißt, die brauche ich nicht mal mehr. Die könnte ich theoretisch verkaufen, um mir zumindest... Ja, wir gehen nochmal eben kurz zum Waffenhändler. Oh nein, ey. Ach Gott. Oh Gott, ey. Aber wir gehen trotzdem noch zum Waffenhändler. Ich hoffe, dass er irgendwas hat, was ich mir kaufen kann. Zeigen. Verstanden. Wenn ich jetzt... Ich könnte mir halt mein Breitschwert wiederholen. Wenn ich jetzt... Ja, ich muss eben mal verkaufen. Also wenn ich die Waffe verkaufe, bekomme ich schon mal ein bisschen was. Rüstung... Brauche ich das eigentlich auch nicht. Die behalte ich mal lieber noch. Sind hier irgendwelche richtigen Crap-Sachen dabei? Nee, nicht wirklich. Okay. Habe ich Zigaretten? Ich müsste, kann ich beim Zigaretten verkaufen? Zigaretten. Hm,
Wie viel brauche ich eigentlich? 900 brauche ich, okay. Oh, dass ich da nicht aufgepasst habe, ist schon bitter, ey. Ja, komm, komm, verkaufen wir jetzt einfach alle und gut ist. So, dann hole ich mir jetzt hier mein Breitschwert wieder. Mein Breitschwert 1. Weil was anderes bleibt mir nicht übrig. Dann bestätigen wir den Handel. Dann lege ich meine Waffe wieder an. Die ich ja leider vergessen habe eben. Und dann sind wir am Ende angekommen. Mit diesem kleinen Fail beenden wir die Runde. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich bin jetzt Stufe 12, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, sogar schon ein bisschen drüber. Das heißt, wir brauchen nicht mehr ganz 3 Level. Das sollte doch hoffentlich zu machen sein. Ja, dann würde ich sagen, Daumen da lassen, wenn es gefallen hat. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein.